wir haben die Idee jetzt in den Breisgau getragen. Ich finde es unglaublich, dass sich hier auch Winzer zum ersten Mal kennengelernt haben, die sich früher gar nicht gekannt haben. Und wir den Breisgau, der ja sicher noch so ein zu entdeckendes Gebiet weintechnisch ist, zum ersten Mal in seiner Fülle präsentieren mit der Unterschiedlichkeit, tollen Terroirs. Wir haben Löss, wir haben Lehm, wir haben Gneis, wir haben Muschelkalk. Wir haben ganz unterschiedliche Weinstilistiken. Das ist eine richtige Entdeckungsfahrt hier. Das heißt, Sie würden Ihren Lesern raten, mal einfach in den Breisgau zu fahren, von Weingut zu Weingut, von Genossenschaft zu Genossenschaft und einfach mal die Weine zu probieren, die Vielfalt. Also Wein kann man überhaupt nur entdecken, indem man ihn probiert. Also Leute, die meinen, dass sie Bücher lesen und dann was vom Wein verstehen, verstehen gar nichts. Also selber probieren, darüber geht gar nichts. Das heißt, nachdem diese erste Veranstaltung im Prinzip schon ausverkauft ist, die Badische Zeitung würde sich auch im nächsten Jahr für den Breisgau weiter engagieren. Natürlich, natürlich. Das ist für uns ein ganz wichtiges Feld, weil es ein Stück weit auch die Lebenswirklichkeit unserer Leser widerspiegelt. Hier wohnen alle, hier leben alle. Das ist ihre Heimat und wir müssen die Schätze dieser Heimat gemeinsam mit unseren Lesern heben.